Kannst du den Blitz anmachen? Man macht ein Video. Es ist so ekelhaft. Es ist so ekelhaft. Es ist so ekelhaft. Oh, so ekelhaft. So ekelhaft. Moin, moin, liebe Freunde. Es ist Samstag. Es ist 9 Uhr. Was für meine Samstagsverhältnisse wesentlich zu früh ist. Aber ich soll heute zum Traumprinzen ausgebildet werden. Und ich dachte mal, ich nehme euch heute mal mit auf meine Reise. So, ich bin jetzt auch schon auf dem Weg von Remscheid Richtung Köln und bin auch schon direkt zu spät dran. Das liegt daran, dass ich weder die Speicherkarte meiner zweiten Kamera noch meinen Rucksack gefunden habe. Aber naja, wenn ich eins in meinem Leben gelernt habe, dann, dass YouTuber sowieso die unzuverlässigsten Menschen dieser Welt sind. Auf jeden Fall ist das schon mal sehr gentlemanlike, dass ich heute wahrscheinlich zu spät kommen werde. Außerdem für die zukünftigen Mitfahrgelegenheiten, die auf die Deutsche Bahn verzichten wollen, bei mir gibt es nur eine Musik im Auto. Zeit für Schlaf. Für den Sommer. So, ich bin jetzt gerade angekommen im Schloss Bensberg, welches gar nicht in Köln liegt, was ich gerade festgestellt habe. Und ich bin dafür gerade 20 Minuten durch die Walachei gefahren. Und naja, ich bin jetzt gerade gespannt, was uns hier erwartet. Ich hoffe, dass ich hier nicht geraped werde oder so. Im Schloss sieht es nochmal wesentlich geiler aus. Hinter mir seht ihr einen Aufzug aus purem Gold. Ich glaube, allein dieser ist schon teurer als die komplette Stadt Remscheid. Und ja, wir sind hier in so einem Saal, haben noch ein bisschen Wartezeit. Und hier sind schon ganz, ganz viele Freunde von mir. Und die begrüßen wir gleich einfach mal. Hallo. Hallo. So, wir gehen jetzt gleich ans Fechten und haben heute ein ganz langes Tagesprogramm vor uns. Und es sieht so aus, dass derjenige, der von uns heute Abend noch lebt, der darf dann mit der Friend zusammen sein. Schlageffekte rumdrehen, lächerlich. Bei mir geht das ganz einfach mit YouTube-Partnerkräften. Verdammt, so viel zum Thema YouTube-Partnerkräfte. Mein Kostüm ist zu klein. Wann bringe ich mir den Hofnarren? Wie sieht es bei euch aus? Na, ich wollte mich gerade ausziehen. Oh. Der Raum ist gleich voller Sex. Die richtigen Socken. Ja, die richtigen Socken, ja, guckt immer. Ich hab Spock, aber ich hab Tennissocken. Der im rechten Kostüm ist Tommy. Wie bin ich denn hingekommen? Sie haben sich gut geschlagen. Und der Tommy? Wer hat jetzt gewonnen? Kraft Dorona, sie auch. Wir gehen beide als Gewinner vom Feld. Baumschule, hier gewinnt jeder. Ja, Baumschule. Sieht's aus. Das war cool, ne? Ja, nice. Haben wir mit überlebt. Keine Chance. Dann mal gucken, ob du mich geknackt kriegst. Das kannst du. Ich hab's nicht gewählt. Wache!
Wenn man sich warm braucht. Wollten Sie was von der Frau? Nö. Also Sie haben einer Frau ein Kompliment gemacht, von der Sie nichts wollten. So, liebe Friend, ich vlogge jetzt auch noch mal ein bisschen. Und ja, wie ihr gesehen habt, haben wir gerade die Knickel gelernt. Und ich nehme euch jetzt noch mal mit auf den Weg durch dieses bezaubernde Schloss. Was ich mir überlege, später, wenn es mit dem YouTube-Manier etwas besser läuft, zu meinem eigenen zu machen. Aber ja, jetzt gibt es erstmal was zu essen. Ich bin mal gespannt, was. Das hier ist die erste Station. Hoffentlich, ob es so gekommen ist. So, ich drehe jetzt hier auch noch eine schnelle Endcard. Die Leute hier im Raum sind alle schon voll angepisst, weil sie seit einer Viertelstunde Endcards drehen. Mein großes Dankeschön geht vor allen Dingen an die Friend, die mich hier heute eingeladen hat zu diesem wunderbaren Tag. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Mal seit Jahren, glaube ich, wieder so ein richtiger Vlog, wo ich von morgens bis abends aufgenommen habe. Daumen hoch wäre hilfreich und so. Und ganz unten in der Videobeschreibung stehen noch ganz, ganz viele andere Vlogs von diesen ganzen Leuten hier. Abonniert den Master Chef. Er hat eine rote Strähne und das ist sehr cool. Vor allem ich sag. Wie war das eigentlich? Meine allererste Endcard, die ich hier gemacht habe, mit Moritz Card. Du machst nie Endcard? Ich mach nie Endcard, ich hab noch nie eine Endcard gemacht. Ich weiß nicht, wie das geht. Ich weiß, was das ist gemacht. Lars, Father, save you.